Die Gegend ist touristisch erschlossen. Auf breiten Fahrradwegen kann man kilometerweit fahren. Typische Schwedenhäuser sind am Wegesrand zu sehen. Der Begriff Schwedenhaus ist in den 1980er Jahren entstanden und bezeichnet einen Baustil, der zwar in Schweden seinen Ursprung hat, allerdings nur in Deutschland unter diesem Namen bekannt ist. Das Naturschutzgebiet Neptuni-Akra ist der bekannteste Abschnitt der von Geröll und Kiesfeldern dominierten Küstenlinie zwischen Vigselkrok und der Nordspitze der Insel. Neptuni-Akra ist ein etwa 200 Meter breites Strandwallsystem als Überbleibsel der letzten Eiszeitgletscher, bei dem die Meereswellen flache Steine und Kies sowohl parallel zur als auch oberhalb der Wasserlinie angespült haben. Das Gebiet ist reich an Fossilien, darunter besonders viele Versteinerungen von Trilobiten und Armfüßern. Die Vegetation ist wegen des Untergrundes und des stetigen Windes sehr spärlich und besteht nur aus dürretoleranten Pflanzen. Dennoch wird Neptuni-Akra häufig wegen seiner Pflanzenwelt besucht, denn im Sommer verwandeln sich die kargen Geröllfelder in ein Meer aus den blauen Blüten des gemeinen Natternkopfes. Ursprünglich kommt die Pflanze auf Öland zwar nicht vor, aber ihre Samen wurden nachweislich 1934 in Vigselkrok mit einer Schiffsladung Kies von der im Öresund gelegenen Insel Ven eingeschleppt und haben sich seither über die Insel verbreitet. Einige der Besucher haben versucht, kleine Bauwerke aus Steinen zu errichten. Der Fahrradweg führt nach und um Vigselkrok. Durch den Ort führt ebenfalls die Landstraße 136. Das kleine Fischerdorf ist heute einer der beliebtesten Ferienorte Ölands mit Uferpromenade, Gästehäfen, Bars und Restaurants. Eine Idylle, geschaffen aus lauter roten Schwedenhäusern. Tourismus ist das Lebenselixier dieses Dorfes. Ein metallenes Segelschiff ziert den Marktplatz oder das, was man so nennen könnte. Aus dem Hafen des Orts bestehenden Fährverbindungen nach Oskarshamn auf dem schwedischen Festland. Daneben sind der Fischer- und Sporthafen. Hier sieht man Fischerboote aller Arten und Gattungen. Vom Freizeitkapitän bis zum professionellen Fischer ist alles vorhanden. Ein Stellplatz ist neben dem Hafen. Wer keine Campingplätze mag, findet hier einen Platz für die Nacht. Die Ortschaft ist das regionale Zentrum an der Nordspitze Ölands.